Der Fuß steht im Mittelpunkt unserer Betrachtung und unseren Bemühungen hier in unserem Zentrum. Auf diese Einrichtung bin ich besonders stolz. Wir befinden uns jetzt hier in unserem hochmodernen Ganglabor, wonach ich mich mehrere Jahre gesehnt habe. Endlich steht hier uns eine bezahlbare Technologie zur Verfügung, mit der wir die Bewegung des Menschen gänzlich aufnehmen können und ins Detail analysieren. Das liefert uns wertvolle Informationen, die wir mit dem menschlichen Auge bei der normalen Gangbeobachtung nicht immer so gut wahrnehmen können. Das sind jetzt die Inertialsensoren. Ja? Die nehmen wir jetzt auch mit. Mit unseren modernen diagnostischen Möglichkeiten kommen wir den Ursachen von Bewegungsstörungen, Erkrankungen und Schmerzen ganz genau auf die Spur. Ja, total verkabelt. Ich bin mal gespannt, wie das gleich ist auf der Gangplatte. Okay, blick geradeaus. Ja. Der Fuß hat Einfluss auf den gesamten Körper. Wir können hier die Störungen in den Bewegungsabläufen sehr detailliert wahrnehmen, manchmal überhaupt erst feststellen. Ich beschäftige mich schon seit über 25 Jahren mit Fußerkrankungen. Der Fuß als Basis für unser Körper ist für mich ein faszinierendes Organ, was zum ersten Mal hier mit Hilfe der modernen Technik in seinen Bewegungen zeitnah dargestellt werden kann. Daraus ergeben sich wichtige Hinweise für die Erstellung von Therapieplänen, sowohl bei der Trainingstherapie als auch bei der Physiotherapie. Manchmal ist erst die Diagnose einer bestehenden Störung durch Anwendung dieser Technik überhaupt möglich. Wir haben heute die Diagnostik und vor allem die Untersuchung Ihres Ganges durchgeführt. Ich bin gespannt, was für ein Ergebnis dabei rausgekommen ist. Wir hatten heute den Herrn Hausen bei uns, Achillessehnenruptur links. Wir haben heute mal ein bisschen den Gang geguckt, auch EMG gemacht, Gelenkwinkel uns angeguckt. Ja, und das ist jetzt dabei rausgekommen. Ne? Man sieht es ganz deutlich, dass auf der rechten unverletzten Seite die Amplituden im EMG deutlich niedriger sind. Das heißt, der Muskel wird nicht so angesprochen. Das kann auf eine Schwäche wiederum auf der anderen Seite bei den hohen Amplituden hindeuten. Beim Gehen kann man auch sehr genau hier eine leichte Adduktion des rechten Oberschenkels sehen. Links macht der Patient eher so eine obeinige Bewegung und läuft mehr über die Fußaußenkante ab. Das kann auch Ursache in der Schwäche der Wadenmuskulatur haben. Daraus kann man auch eine entsprechende Therapieempfehlung für Sie, zum Beispiel Biofeedback-Training, ableiten. Darf ich Sie bitten, jetzt einmal Ihr Gewicht auf den rechten Fuß zu verlagern? Ja. Und Sie sehen, das Signal gleicht sich so langsam an und das möchten wir jetzt beibehalten. Sowohl die rechte Wade als auch die linke gleichmäßig aktiv zu halten. Sehr schön. Vorsicht, die Waage zu halten. Sie dürfen einmal lösen und absenken. Dankeschön. Thank you.